Ja, grüß Gott. Wir sind hier gerade auf dem Friedhof in der Nähe von Kreis Irpin bei Kiew. Kann man eben auch erkennen, dass es, ja, das sind alles die Kriegstoten hier von dem Krieg. Dass es auch eben einige Muslime gibt, die hier auch ihr Leben lassen haben für die Ukraine mit der aserbaidschanischen Fahne. Und genau, und hier vorne kann man dann auch nochmal erkennen, diese Gräber gehen Richtung Mekka, die haben auch andere Richtungen hier. Aber wenn wir uns das anschauen, hier vorne nochmal, wo auch die Fahnen sind, kann man das auch nochmal erkennen, dass es hier auch die Soldaten waren. Und genau, dieses Gebiet ist jetzt nicht so riesig, wo man sagen könnte, ja, aber auch da sind doch viele, ja, Soldaten eingezogen worden. Dass es doch auch hier viele Tote auch gegeben hat. Und ja, man kann doch schon erkennen, dass die Situation ein Stück angespannt ist hier. Wir auch in den Gottesdienst, wo wir heute waren. Ja, da gibt es Gemeindegründung und verschiedene Programme. Jeden Tag nahezu Programm. Aber wenn man das so hier so sieht, ja, das bringt schon ein Stück so zum Nachdenken. Und zeigt letztendlich, ja, wie unser Leben einfach vergänglich ist. Das möchten wir Ihnen dadurch letztendlich auch zeigen, wie vergänglich unser Leben ist. Ja, dass es notwendig ist, hier in dieser Zeit uns für den Herrn Jesus Christus zu entscheiden, weil sonst, ja, wird es bedeutungslos sein. Es wird ein grausames Erwachen sein. Und ja, wollen wir Ihnen auch nochmal Mut machen mit dem Video. Egal wo wir leben, auch in Deutschland, die Zeiten werden immer unsicherer, gerade wenn wir das mit Israel-Palästina-Konflikt erkennen. Genau, wir haben jetzt auch die letzten Tage ein paar Muslime geschrieben, aber immerhin wurde Israel angegriffen und ja, zur Zeit des Feiertags, wo man einfach erkennen kann, ja, wie die Fahnen wehen, und wir wollen ihnen einfach Mut machen, dass man wirklich erkennen kann, ja, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bevorsteht. Und ja, wenn diese Entscheidung noch nicht getroffen ist, machen wir Ihnen Mut, diese Entscheidung zu treffen. Ja, dass es daran erinnert, das geht nicht um eine Nation, später im Himmel, sondern es geht darum, dass wir sagen können, der Herr Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, und so wie er auferstanden worden ist am dritten Tag, so dürfen auch wir auferstehen, nicht weil wir so gut waren, sondern weil der Herr Jesus Christus sein Leben gelassen hatte. Der Einzige, der ohne Sünde war, ja, er hat sein Leben hingegeben als Lösegeld. Und wer das in Anspruch nimmt, der wird ewig leben. Das geht nicht darum, dass man besser war in dieser Welt, sondern diese Gnade von Herrn Jesus Christus angenommen zu haben, so wie es in Johannes Evangelium Kapitel 1 steht. Ja, durch Mose kam das Gesetz, aber durch Jesus Christus kam Gnade und Wahrheit. Der Mensch kann sich die Wahrheit nicht verdienen, die Gnade ja nicht verdienen. Ja, die Wahrheit und die Gnade müssen sich ergänzen. Das konnte kein Prophet tun. Drum ist Jesus Christus auch dieses Licht dieser Welt. Und wer dieses Licht der Welt hat, der wird nie mehr im Dunkeln sein. Und das soll eben auch erinnern, dass unser Leben ja vergänglich ist. Und ja, dass sie drüber nachdenken. Ja, wer kann uns versprechen, ob wir morgen noch leben? Wer kann uns das wirklich sagen, ob wir morgen noch, ja, sind? Das ist auch ein junger Mann, der hier gestorben ist, der war auch nur 21 Jahre alt. Ja, junge Männer, die hier sein Leben gelassen haben. Und ja, denken Sie drüber nach, nicht welche Nationalität, wo wir ankören, welche Fahne das dann später über unseren Grab ist, sondern dass wir sagen können, hat der Herr Jesus Christus sein Blut für uns gegeben oder nicht? Haben wir das in Anspruch genommen? Ist Jesus Christus nur ein Prophet für uns? Oder ist er wirklich unser Heiland? Das wollen wir eben, daran wollen wir uns erinnern. Und ja, dass wir sagen können, hier ist jemand auch, der war so alt wie ich, 79 auch geboren, wo wir hier erkennen können. Ja. Wir können nur hoffen, dass es Menschen auch waren, die den Herrn Jesus Christus angenommen haben. Es geht dann immer um unseren fleischlichen Leib, sondern eben, ob wir den Herrn Jesus Christus, ja, gekannt haben, ob wir bereit waren, ihm nachzufolgen. Und das wünschen wir Ihnen, dass Sie das sagen können, wenn Sie diese wichtige Entscheidung noch nicht getroffen haben. Vertrauen Sie den Herrn Jesus Christus Ihr Leben an, sonst
wird es einen schrecklichen Tod, ein schreckliches Erwachen geben. Das wünschen wir Ihnen. Kommen Sie zum Herrn Jesus Christus, solange noch die Zeit ist. Wir wissen nicht, ob wir morgen selber noch leben. Aber der Herr Jesus Christus ist gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten, ja, was verloren ist. Der Herr Jesus Christus segne Sie. Amen.